Berlin, Bundeskanzleramt, 21 Grad, 11.20 Uhr. Hi, hier sind wir wieder, Johanna und Felix. Wir sind hier vor der Sternsinger-Tribüne, wo sich gleich die Sternsinger aufstellen werden. Und wir sind wieder für euch dabei. Du hast jetzt ja ein Headset an. Warum denn eigentlich? Also ich bin mit noch zwei anderen Kindern, Matthias und Marlena, aus unserer Gemeinde hier. Und wir sprechen halt über Kinderarbeit in Indien. Wie fühlst du dich denn jetzt, kurz bevor du das machst? Ich bin sehr aufgeregt und ich hoffe, dass ich relativ gerade singe, so wie bei den Proben. Und auch das mit dem Sprechen, dass das einigermaßen klappt. Wir setzen uns für arbeitende Kinder ein und wir haben ihnen für das Einkaufen etwas mitgebracht, das garantiert ohne Kinderarbeit entstanden ist. Unsere Sternsinger-Tasche. Kinderarbeit ist zwar im Grundsatz geächtet, es sollte sie eigentlich nicht geben und trotzdem können eben viele Kinder auf der Welt nicht zur Schule gehen und nicht spielen. Ihr drei habt das eben nochmal ganz treffend gesagt, am Beispiel von Indien, am Beispiel von Afrika, am Beispiel von Lateinamerika. Und von Schule und Freizeit, wie wir das in Deutschland kennen, können viele, viele Kinder nur träumen, weil sie eben jeden Tag arbeiten müssen. Und deshalb finde ich es toll, dass ihr in diesem Jahr euch dieses Themas gewidmet habt und damit Kindern in Indien, aber auch generell einen Lichtblick gebt. Fandest du das denn, den Segen anzuschreiben? Sehr schön, also sehr aufregend, aber ich habe es Gott sei Dank hinbekommen. Wie hast du dich denn jetzt gefühlt, nachdem du sozusagen mit dem Segen angeschrieben hast? Ich bin sehr erleichtert, dass alles so gut geklappt hat, aber ich finde es auch ein bisschen schade, dass es jetzt schon vorbei ist. Es war richtig schön. Haben sich deine Erwartungen erfüllt? Auf jeden Fall, wenn nicht sogar schon übertroffen. Wie hast du dir denn die Bundeskanzlerin vorgestellt? Naja, ich habe es mir vorgestellt, dass sie so, eher so die Hand schüttelt und dann eher so nicht so lächelt und einen anspricht. Das war dann schon eine Überraschung für mich. Bist du denn jetzt sehr erleichtert, als wenn es jetzt zu Ende ist? Ich würde das durchaus auch nochmal machen. Es hat sehr Spaß gemacht. Und wie kommt ihr dazu, Sternsinger-Reporter zu sein? Naja, wir wurden bei einem Sternsinger-Treffen vom Kindermissionswerk angesprochen, ob wir denn gerne Sternsinger-Reporter sein möchten. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Das war ja schon ganz schön aufregend. Wie fandest du es denn? Also ich fand's super. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, aber fand ich auch gut. Wie fandest du es denn überhaupt? Ich fand es auch total toll und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hiermit verabschieden wir uns dann auch wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.